Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc. Marc Hagenbeck, kennt man ja. Ja, am 27. August, das ist heute, na, heute ist der 27. Mal reinziehen. Wir haben schon wieder August. Die Zeit rast. Und der 27. ist fast September. Die Zeit rast, Leute, das ist unglaublich. Gerade eben war es der 26. August. Ja, ja, und morgen, ja, also gestern war heute noch morgen, das musst du dich mal überlegen. Ne? Also das ist irre, irre. Den hast du jetzt nicht kapiert, ne? Doch. Heute hat Geburtstag Bernhard Langer. Kennst du Bernhard Langer? Ja, natürlich kenne ich ihn. Ich habe sogar ein Bild von ihm mitgebracht. Ja, Bernhard Langer ist Golfer. Ja. Und er hat irgendwie alles Golf weggehauen. Gespielt. Alles weggehauen. Deutscher ja. Platz 1 der Welt. Der erste Deutsche, der Platz 1 der Weltrangliste gewesen und so ein Zeug. Und ja, Mitglied der World Golf Hall of Fame. Bernhard Langer. Bernhard Langer. Ja. Bernhard. Von dieser Stelle aus wünschen wir dir alles Gute für deine weitere Karriere. Nee, der ist doch... Ja doch. Bist du tot? Nee, der ist nicht... Nee, aber der, nee. Der ist 57 geboren, ja. Aber der spielt kein Golf mehr. Ach, ich spiele kein Golf mehr. Das weißt du gar nicht. Bernhard, dann wünsche ich dir alles Gute im Ruhestand. Oh, hau rein, mach weiter wie bisher. Also er spielt vielleicht Golf, aber nicht mehr professionell. Minigolf. Ich hab's verkackt. Okay, ich mache einfach mal mit mir nächsten eine weitere Mal. Karriere. Ja. So, genau. Was ist Bernhard, am 27. August? Vielleicht hast du ja irgendein faszinierendes Hobby, was dich ins Guinness-Buch der Weltrekorde bringt. Ja? Weil nämlich am 27. August 1955 gab es die Erstausgabe des Guinness-Buch der Rekorde. Ach so, okay, die Erstausgabe. Dieses Ding erscheint heute in 23 Sprachen. Das muss ich mal reinziehen. Also das ist, ich habe früher auch mal so ein Buch gehabt, als Kind. Und da standen ja also unglaubliche Dinge drin. Ne? Also heutzutage kann ja jeder, der denkt, stellt irgendeinen Rekord auf, sich da anmelden, dann kommen die vorbei. Die prüfen erstmal halt, ist es da irgendwie rekordverdächtig, ja? Und dann kommen die und dann kannst du mit dem, was du kannst, eventuell ins Guinness-Buch der Weltrekorde. Wenn du es kannst. Wenn du es kannst. Ja, was wäre sowas, was du kannst? Hast du schon mal drüber nachgedacht, irgendwie im Guinness-Buch der Rekorde was aufzustellen? Ich könnte natürlich den Weltrekord im Gedankenlesen aufstellen. Irgendeine Stadthalle, 2000 Leute. Kennst du die Szene bei Ghostbusters am Anfang mit dem Gedankenlesen, mit dem Kreis und mit dem Kreuz und sowas, mit den Wellenlinien? Ja, ja. Wo der eine immer einen Stromschlag, weil da sind eine Frau und so. Und er sagt immer das richtige Zeichen, aber der andere hat so viel Spaß daran, ihm Stromschlag zu verpassen, dass er immer sagt, nee, falsch. Das müssen wir gucken. Ghostbusters, die ersten drei Minuten irgendwie. Großartig. Ja, Weltklasse. Ghostbusters, ja. Das ist cool. Ein Gedankenleser. Das ist ein Gedankenleser, ja, nicht wie so ein. Ne? So kam er zum Gedankenlesen. Ja, durch Ghostbusters. Ganz genau. Ja, am 27. August hatte das Düsenflugzeug Heinkel HE-178 seinen Jungfernflug. Das war das erste Düsenflugzeug und ist in Rostock ist es gestartet. Hier, da sehen wir es. Wow. Ja. Und das war 1939. 1939? Ja, das erste Düsenflugzeug. Und das war am 27. August. Heute, musst du dir vorstellen, heute startet das Düsenflugzeug nur ein paar Jahre vorher. Das ist unglaublich. Ja. Mhm. Da sagen wir doch mal Tschüss, oder? Meinst du? Weiß nicht. Gibt's was zu essen? Ja, Catering ist da. Oh. Cheerio, Miss Sophie! Tschüssikowski!